glaube, man kann entbürokratisieren, vereinfachen. Wir müssen vor allem auch zusehen, dass diese Menschen, die zu uns kommen, nicht einen Lagerkoller bekommen. Ja. Und dass auch die Akzeptanz für die Menschen nicht sinkt, weil der Eindruck entsteht, naja, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Deswegen hat ja zum Beispiel Andrea Nahles auch jetzt gefordert, dass wir eben diese 100.000 zusätzliche Stellen für Arbeitsgelegenheiten, wie das so schön heißt, schaffen. Das heißt, das ist eben sehr niederschwellig für ein sehr kleines Entgelt. Viele verstehen das so als 1-Euro-Jobs. Aber dass wir sehr frühzeitig eben noch bevor überhaupt der Status geklärt ist, ein solches Angebot schaffen können, damit eben den Flüchtlingen auch ein frühes Angebot gemacht werden Klar. kann. Aber eins dürfen wir nicht machen. Wir dürfen die Flüchtlinge als diejenigen, die ohne Perspektive traumatisiert zu uns kommen und die jeden Strohhalm greifen wollen, ausspielen gegen die, die in dieser Gesellschaft sowieso schon am unteren Rand sind. Das muss man unterscheiden. Also deswegen wird es ein Aushöhlen von Mindestlohnfragen oder ähnliches oder ein Missbrauch als Leiharbeitnehmer oder so etwas mit uns nicht geben.